Joachim. So, hallo zusammen. Freuen uns, dass ihr alle hier seid und dass ihr alle hier sind. Und wir wollen uns jetzt einfach mal darüber unterhalten, wie wir so das Thema Internet of Things, also IoT, wie wir das in der Finanzierung vielleicht umsetzen können. Und da stellt sich dann für mich die Frage, und zwar, Sie kennen mit Sicherheit den Begriff Pay-per-Use, schon mal gehört? Und wir machen daraus Smart Performance Finance. Und unter Smart Performance Finance verstehen wir Folgendes. Auf dem linken Bild, Kollege war gerade ein bisschen schnell, auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen, sehen Sie einfach die Finanzierung wie bisher. Ich sage jetzt mal old school. Man hat investiert und musste die Maschine bezahlen und hat dann mit der Zeit mit der Maschine Geld verdient oder auch nicht. Die New Economy, das neue System, Internet of Things, in dem Falle ganz einfach, man holt sich die Maschine und bezahlt diese Maschine genauso, wie man sie verbraucht. Ganz einfach pay-per-use, im wahrsten Sinne des Wortes. So, welche Vorteile bringt es? Ja, Achim, dann würde ich Sie ganz gerne mal auf eine kleine Reise mitnehmen. Und zwar, lassen Sie uns mal ein kleines Gedankenspiel machen. Wir nennen das mal digitale Reife. Weil es ist vielleicht ganz interessant, mal rauszukriegen, was hat eigentlich Internet of Things mit dem Thema Geld zu tun. Ganz einfach, Internet of Things sorgt dafür, dass ich etwas in Echtzeit habe. Finanzprozesse, Versicherungsprozesse sind Risikoprozesse. Wenn ich also statt einer Sterbetafel bei einer Versicherung plötzlich Echtzeitdaten benutzen kann, komme ich nicht natürlich in ganz andere Erkenntnisse. Das heißt ganz auf gut Deutsch, gucken wir uns das hier vorne an, ja, wenn ich also meine Maschinen zum Beispiel konnektiere, sprich mit dem Internet verbinde oder erstmal verbindungsfähig mache, dann kann ich für jede einzelne Maschine natürlich sehr schön sehen, was die macht. Wenn ich diese Maschinen jetzt private in meinem Unternehmen miteinander verbinde, kriege ich plötzlich komplett neue Erkenntnisse, was denn zwischen zwei Maschinen in der Interaktion passiert oder was zwischen, sagen wir mal, meiner Maschine und der Klimaanlage passiert. Und dann kann ich natürlich vom Private-Bereich auch in den Public-Bereich gehen und kann sagen, diese Daten stelle ich noch eine Ebene höher zur Verfügung. Jetzt sagen Sie, über was redet der da eigentlich? Lassen Sie es uns doch mal ganz, ganz praktisch machen. Jeder von Ihnen kennt eine Bohrmaschine. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. IoTized Product. Ich nehme also eine gute alte Bohrmaschine, sagen wir mal die rote aus dem Profibereich. Ich sorge jetzt dafür, dass ich in dieser Bohrmaschine in der Lage bin, dass ich alles, was in dieser Bohrmaschine passiert, über Sensorik aufnehmen kann. Ich kann also die Temperatur aufnehmen, ich kann das Drehmoment aufnehmen, ich kann feststellen, wie die Maschine agiert. Zweiter Schritt, wenn ich das Ganze kann, dann kann ich natürlich auch aus diesen Erkenntnissen, wir hatten vorhin gerade im Vortrag vorher das Thema künstliche Intelligenz, dann kann ich natürlich auch aus diesen Erkenntnissen der Bohrmaschine entwickeln, wie verhält die sich eigentlich, wenn sie in Beton bohrt oder wenn sie in so eine moderne Kunstfaserwand bohrt oder wenn sie in Stein bohrt. Wenn ich diese Erkenntnisse nun habe, und solange bin ich bei einem klassischen Produkt, mal gucken, dass er das weitermacht, wenn ich diese Erkenntnisse jetzt habe, dann kann ich natürlich, bitte nicht lachen, meinem Kunden auch Bohrlöcher verkaufen. Ich kann also sagen, lieber Kunde, ja, wie viele Bohrlöcher möchtest du denn haben? Was der Achim vorhin gerade gesagt hat zum Thema Pay-per-Use. So, wenn ich jetzt weiß auch noch, wie schwer denn sich meine Maschine tut, wenn sie in eine Betonwand eindringt oder wenn sie in eine Steinwand eindringt, diese Services dazu packe, kann ich natürlich auch sagen, ich verkaufe keine Bohrlöcher, sondern ich verkaufe Befestigungen. Befestigungen in Beton oder Befestigungen in Gipskarton oder Befestigungen in Stein. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe, kann ich natürlich Ökosystem sagen, ich baue eine Plattform, auf der diejenigen, die Bohrungen machen wollen und diejenigen, die Befestigungen brauchen und diejenigen, die die entsprechende Technologie dazu haben, zusammenzukommen. Was haben wir jetzt gerade in den paar Minuten gemacht? Sie haben gerade gesehen, wie ein Ökosystem entsteht.
Und unten drunter in den schönen gelben sehen Sie das ganz prima. Hier vorne auf der linken Seite, da bin ich im klassischen Produktverkauf. Dort kann ich natürlich auch mit klassischen Finanzprodukten, sagen wir mal so ein Leasing, so ein Mietkauf oder eine Miete agieren. Hier in dem mittleren Bereich, wo ich jetzt also mutiere von ich verkaufe Bohrlöcher bis ich verkaufe Befestigungen, bin ich jetzt in dem Segment, wo ich eine Nutzung, also einen Nutzen verkaufe. Hier kommen wir dann vom Finanzinstrument schon in eine ganz neue Geschichte und das ist das, was wir unter Smart Finance verstehen, dass wir uns nämlich mit dem Nutzen und der Aufgabenstellung beschäftigen und dann Standardfinanzprodukte so nutzen, dass Sie daraus zum Beispiel einen Betriebevertrag machen können, ein Pay-per-Use, oder Sie bezahlen einen Partner überhaupt nur gemäß dem Output. Und wenn ich dann auf die ganz rechte Seite, da bin ich natürlich im Bereich der Unternehmensgründungen, Finanzinstrumente wie ein klassischer Kredit oder Finanzinstrumente wie Equity Financing oder eben das Thema bei uns Next 47, wie komme ich überhaupt in neue Geschäftsmodelle? Ja, Achim, wer braucht sowas eigentlich? Ach, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also in der Regel haben wir, ich sage jetzt mal drei Kundenkategorien, Kundensegmente, die wir ansprechen können. Wir haben den Technikaffinen, das sind einfach Unternehmen, die aufgrund der Herausforderungen, die sie haben am Markt, sehr häufig oder regelmäßig ihr Equipment austauschen müssen. Das war bisher natürlich auch der Fall, aber bisher war das für diese Unternehmen sehr kostenintensiv, weil die einfach immer nur ihr Equipment wirklich zahlen mussten, um es dann vielleicht 2-3 Jahre später wieder auszutauschen. Mit dem Pay-per-Use, mit dem Smart Performance Finance, zahlen sie einfach nur die Jahre, die sie nutzen und geben das Gerät wieder zurück, können austauschen. Das nächste ist der Teilauslaster. Es gibt genügend Kunden, die haben einen Maschinenpark und haben aber in diesem Maschinenpark Spitzen. Oder bekommen zusätzliche Aufträge. Die zusätzlichen Aufträge sind aber noch nicht so weit und finanziell noch nicht so weit abgesichert, dass es die komplette Investition in eine neue Maschine rechtfertigt. Und deswegen kann man auch in diesen Pay-per-Use gehen. Und als dritten Ansprechpartner haben wir häufig das Unternehmen, das dann einfach sagt, ich möchte einen solchen Finanzierungsplan außerhalb der Bilanz haben. Das können wir bieten, zumindest größtenteils und teilweise, aber immer natürlich nur in Verbindung mit dem Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, weil wir sind keine Steuerberater. Ja, und gibt es auch einen Nutzen für den Kunden? Ah, gibt viele Vorteile für den Nutzen, für den Kunden. Er hat einfach eine nutzungsbasierte Zahlung, hat eine Planungssicherheit, weil er weiß genau, wenn meine Maschine läuft, dann muss ich was zahlen. Wenn die Maschine nicht läuft, dann brauche ich eben nichts zu zahlen. Er hat mit der Maschine und der Finanzierung zusammen die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten, nämlich in das IoT einzusteigen. Und er hat einfach viele flexible Möglichkeiten. Er kann mehr Kunden gewinnen, er kann auch seinen Kunden zeigen, dass er für morgen, für die Zukunft gerüstet ist. Und deswegen gibt es also sehr viele Vorteile für den Kunden selbst. Aber vergiss nicht, Peter, es gibt auch noch Vorteile für den Lieferanten. Ja, genau. Wir haben ganz, ganz viele, die heute hier in unserer Halle sind, die sich uns, der Siemens AG, anvertrauen, um selber ihre Produkte zu bauen. Genau. Was haben die denn so für Vorteile? Naja, ich meine, wenn ich jetzt einen Kunden, wenn ich ein Maschinenbauer bin und habe einen Kunden, der die Maschine aber nicht komplett zahlen will, sondern nur wie sie benutzt wird, dann würde ich ja heute mein Geld auch nicht kriegen, sondern würde einfach nur von dem Kunden scheibchenweise, salamiweise mein Geld bekommen. Jetzt ist es so, wenn er das über uns finanziert, kriegt der Hersteller am Tag 1 mit der Auslieferung und mit der Abnahme durch den Kunden, bekommt der Hersteller sein Geld und die Maschine ist bezahlt. Ich glaube, das ist im Moment natürlich ein ganz schönes Thema in der aktuell angeschlagenen Wirtschaftssituation. Ja, und diese aktuelle Situation auf dem Markt bringt für den Lieferanten, wenn er mit uns zusammenarbeitet, noch mehr Vorteile, indem er nämlich eben selbst diese flexible Nutzung und flexible Zahlung mit anbieten kann, indem er seinen Kunden klar machen kann, du kannst bei mir eine Maschine kaufen, die du einfach nur dann zahlst, wenn du nutzt. Und das ist, dadurch wird er mit Sicherheit auch die eine oder andere Maschine mehr verkaufen. Ja, wollen wir uns nochmal angucken, wie das Ganze weitergeht, Achim? Gerne. Ja, jetzt ist natürlich so die Frage, was hat eigentlich der Kaufmann vom Thema IoT? So, jetzt machen wir mal ein ganz kleines Gedankenspiel. Jetzt stellen Sie sich mal einfach vor, ja, der Kaufmann in der IT-Welt, die Technik in der OT-Welt, auf dem Shopfloor, ich habe alles miteinander vernetzt.
Plötzlich bin ich natürlich als Kaufmann auch in der Lage, eine ganz andere Form der Transparenz zu kriegen. Das heißt, ich kann alle diese Dinge, die in der Fabrik, in der Produktionslinie, die vor Ort passieren, die kann ich entsprechend visualisieren. Ja, vielleicht macht er das auch. Genau, so würde das dann zum Beispiel mal aussehen. Ja. Ich kann also genau sehen, wann läuft meine Maschine, wann läuft sie nicht, wie viel produziert sie, welche Probleme hat sie vielleicht gerade. Ja. Ich kann das Ganze in Geld sehen. Und hier, meine Damen und Herren, da lade ich Sie herzlich ein, sind wir auch etwas anders vorgegangen, als mal üblicherweise vorgeht. Wir entwickeln dieses Dashboard zusammen mit Kunden, weil es ist uns wichtig, dass genau der Kaufmann, der das später nutzt, genau weiß, was er dort sieht, was er dort braucht. Und Sie sind herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen und einfach mitzumachen, weil das ist genau die Frage, welcher Mehrwert entsteht für Sie, für Ihr Unternehmen, dadurch, dass diese Daten zur Verfügung stehen. Tolle Sache, wir machen zu all unseren Aktivitäten immer kleine Studien. Diese Studien können Sie bei uns auf der Webseite runterladen. Sie können bei uns an den Stand drüben kommen, sich mit diesen Studien auseinandersetzen. Nicht als Papier, als PDF können Sie sie auch mitnehmen. Wir sagen herzlichen Dank und freuen uns auf den Dialog an unserem Stand. Weil am liebsten unterhalten wir uns mit Ihnen direkt. Siemens. Ingenuity for life.